Wir leben in einer Welt der Digitalisierung. Und wir sind es gewohnt, immer kommunizieren zu können, überall erreichbar zu sein. Das Smartphone und viele Apps sind fester Bestandteil unseres Lebens. Wir chatten, recherchieren, arbeiten, erkunden oder spielen. Die Vorstellung, dass es einmal anders sein könnte, ist uns völlig fremd. Doch was ist, wenn unsere Kommunikation nicht mehr wie gewohnt funktioniert? Wenn die Netze zeitweise überlasten oder völlig zusammenbrechen? Naturkatastrophen wie Unwetter und Überschwemmungen oder andere schwere Zwischenfälle können den digitalen Blackout auslösen. Welche Apps funktionieren überhaupt noch, wenn das Handy keinen Empfang mehr hat? Wie warnen wir dann Freunde oder Verwandte vor möglichen Gefahren? Hallo, mein Name ist Lars Baumgärtner und ich forsche an neuen, sicheren Kommunikationssystemen für unterbrechungstolerante Netze. Fast alle Apps und Systeme, die wir täglich nutzen, sind nicht gegen die eben gezeigten Szenarien gewappnet. Die große Mehrheit an digitalen Anwendungen setzt auf sogenannte zentrale Kommunikation. Und diese erfordert eine intakte Infrastruktur. Das bedeutet, ohne Mobilfunknetz oder Internet können wir nicht kommunizieren, keine Warnungen erhalten und auch keinen Notruf absetzen. Dabei ist die Lösung so naheliegend. Die Technologie dafür besitzen wir bereits. Unsere Smartphones lassen sich dafür hervorragend nutzen. Und die Lösung heißt resiliente, dezentrale Kommunikation. Apps, die diese Technologie nutzen, brauchen kein Internet, Mobilfunknetz oder zentrale Server. Dadurch sind sie krisensicher und widerstandsfähig und sie funktionieren ganz einfach von Gerät zu Gerät. Am Fachgebiet Softwaretechnik der Technischen Universität Darmstadt entwickeln wir neue Lösungen für resiliente Kommunikation im Alltag. Bei der resilienten dezentralen Kommunikation tauschen Smartphones verschlüsselte Nachrichten per Wi-Fi oder Bluetooth direkt miteinander aus. Die Nachrichten werden in der App gespeichert und dann weitergeschickt, sobald ein anderes empfangendes Gerät in der Nähe ist. Selbst intelligente Straßenlaternen oder Stadtbusse können dabei als Boten dienen. So wird jeder Netzteilnehmer zum digitalen Briefträger. Sie verteilen die verschlüsselten Nachrichten an jeden, dem sie begegnen, bis die Botschaft schließlich ihr Ziel erreicht. Resiliente, dezentrale Kommunikation muss Teil unseres Alltags werden, denn sie kann Leben retten. Sie ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit von den üblichen Kommunikationskanälen, auf die wir uns im Katastrophenfall nicht verlassen können. Mit unserer Forschung wollen wir einen Beitrag dazu leisten, das Leben aller sicherer zu machen.